2 Tage warten auf diese Goldmedaille nach dem Wettkampf. Kann man das aushalten? Ja, sehr gut. Ich fand es eigentlich eine ganz gute Variante. Da konnte ich mich noch ein bisschen drauf freuen. Und so nach dem Stress, nach dem Rennen dann noch schnell dort die Medaille zu übergeben, ist vielleicht gar nicht so gut, weil dann kann man es nicht unbedingt richtig genießen. So konnte ich mich drauf freuen und heute an einem entspannten Tag das wirklich bewusst erleben. Hat man mehr davon? Hat man auch mehr davon, wenn man Weltmeister 2011 wird im Einzel und Olympiasieger 7 Jahre später? Schon. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Das ist meine 10. Weltcup-Saison. Ich glaube, ich weiß vieles einzuordnen und deswegen habe ich diesen Erfolg oder kann ich diesen Erfolg sehr bewusst erleben und es wirklich genießen. Und das ist ein besonders schöner Moment, vor allem, weil es so unerwartet war. 4 Biathlon-Rennen, 4 deutsche Medaillen immer dabei. Was macht die so stark, die deutschen Biathleten? Ja, also zum einen natürlich ein wahnsinnig gutes Team, angefangen bei dem Techniker-Team. Die Physios, die Trainer, alle sind sehr motiviert und wir arbeiten gut zusammen. Wir arbeiten im ganzen Jahr sehr strukturiert. Es ist einfach auch eine Frage der Professionalität, aber auch wir freuen uns auch füreinander. Also die Stimmung ist auch gut und das ist, glaube ich, in so einem recht großen Team auch wichtig, dass die Stimmung passt. Und man hat es auch heute wieder gesehen, alle sind runtergefahren, haben sich die Zeremonie angeschaut, auch andere Athleten. Und das ist schon klasse, da macht es einfach Spaß. Und das Schießen funktioniert hier weit besser als das Öffnen von Sektflaschen. Ja, das war jetzt, aber hab ich mich jetzt nicht so super geschlagen. Aber ich komme ja auch, bin ja ein Harzer und da wird eigentlich nicht so gern Sekt verschüttet. Da wird er wahrscheinlich lieber getrunken, aber ich habe es jetzt auch mal gemacht. Bin nicht so geübt darin. Wichtiger ist zu treffen. Vielen Dank. Alles Gute für die verbleibenden Rennen. Danke auch. Vielen Dank. Dankeschön.